Und? Komm her. Hast du heute noch was Besonderes vor? Nein, nicht wirklich. Und du? Nein. Ach so, und warum bist du dann nicht in einem Büro? Ja, und warum hast du dir freigenommen? Ich adoptiere bloß ein Baby. Ach wirklich? Ich adoptiere auch ein Baby. Ach was. Schaff die Kartons aus meinen Wänden hinaus, ja? Kleiner Bruder! Gott, großer Bruder! Kleinster Bruder! Größter Bruder! Deine Brüder, bitte macht euch vom Acker, ja? Harry, du hast keinen guten Augenblick erwischt. Die Dame von der Adoptionsagentur ist auf dem Weg zu uns. Ich weiß. Deshalb bin ich ja hier. Ich bin gekommen, um dir einen großen Gefallen zu tun. Aber... Komm, Liebling! Wer? Die drei kleinen Schweinchen. Wer davon bin ich? Du bist schweinhändig. Wo jetzt? Warum bist du nicht bei der Arbeit, Harry? Bitte, bitte. Ich habe kurz hereingeschaut. Ihr Mann. Ja. Nein, natürlich nicht mein Mann. Es ist meine Frau, ja. Zuerst dachten wir, es wäre ein Mann. Aber es ist zum Glück auch eine Frau. Doch, ja. Und der Alte? Der Alte? Der Alte? Liebe Onkel Bert, ja. Deine hübsche Enkelin oben mit mir. No, beaucoup toi. Deine hübsche Enkelin oben mit mir im Schlafzimmer. Ah, weiß ich ihme. Ja, mette. Sie und ich oben im Schlafzimmer, jetzt hast du es. Mette, ja. Weiß ich ihme, ja. Nein, 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 Leid, Dutzki, Momski, Dutzki. Ja? Sie kann nicht besonders alt gewesen sein? Nein, das war sie nicht. Nicht Altski, Momski, Dutzki. Kam es plötzlich? Ganz plötzlich. Plötzlich, Momski, Dutzki. Sie wurde von einem Bus in Brixton überfahren. Ja. Tut mir wirklich leid, das zu hören. Ja, Sie sehen, meine Frau hat das ganz mitgenommen. Wer ist da? Hilfe! Ja! Was für ein Stern! Wer ist das, Potter? Mein Gott, ruhig und weit weg von der ganzen Blume. Oh, du Feuermuse, wie hinan den hellsten Himmel der Erfindung stiege. Denn das ist die Frau. Hast du zur Nacht gebetet? Was machen wir jetzt? Entschuldigung, Opa. Harry! Erklärt mir, dass Ihnen der Fort für Jester im Hintergarten ist. Übrigens, den Kaffee für mich bitte ohne Zucker, ja? Es tut mir leid, dass ich Ihre Worte unterbrochen habe. Nur weiter, Constable. Sagen Sie, gehören Sie eigentlich auf die Seite von Titus oder auf die von Tutsi? Monster! Monster! Mr. Boris, wenn ich mir 20 Pfund jetzt geben würde und den Rest über den Zeitraum versagen. Ihr werdet es glauben oder nicht? Der verdammte Wagen springt nicht an. Harry! Das ist mein großer Bruder Harry, ja? Und das ist mein kleiner Bruder Dick, ja? Und meine Freunde, das ist der Mr. Boris.